Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute geht es um das Wohnmobil-Vlog Teil 2, und zwar die Roomtour. Da haben viele von euch halt schon geschrieben, oh, ich will unbedingt wissen, wie das von innen aussieht. Naja, und weil ich euch das jetzt nicht länger vorenthalten wollte, dachte ich, schiebe ich das jetzt schnell hinterher, so dass ihr dann nur eine Woche dafür warten musstet. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich drinnen wieder. So, da sind wir, mitten im Camper. Ich würde sagen, ich mache jetzt die Roomtour mit euch, ich zeige euch, was jetzt hier los ist, erzähle dabei auch ein bisschen, was ich vorhabe, und ich würde sagen, wir starten einfach. So, jetzt sind wir im Innenraum. Ich würde jetzt sagen, ich zeige euch einfach mal ein bisschen was hier drin, und ja, lasst uns starten. Also erstmal, was mich hart beeindruckt hat auf jeden Fall, ist, dass hier so extrem viel Platz irgendwie in der Mitte ist. Also ich habe es mir irgendwie kleiner vorgestellt, weil wenn man den von draußen sieht, dann denkt man immer, oh, das ist so voll der Mini und da kann man bestimmt gar nicht drin laufen. Ja, das ist aber halt überhaupt nicht so, ne? Also man hat halt echt viel Platz hier so rumzulaufen. Das glaubt man gar nicht, ne, wenn man den so sieht. Aber ich würde sagen, wir starten vielleicht mal mit der Küche. Also hier haben wir halt so eine Standardküche, wie wahrscheinlich in jedem Wohnmobil, einmal halt mit Spülbecken, was auch tatsächlich noch funktioniert. Man hört es gleich, glaube ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Pumpe funktioniert noch. Dann hat man hier einfach so einen kleinen Gasherd mit 3 Kochstellen und einen Kühlschrank, der auf Gas betrieben wird. Aber der ist halt richtig schäbig, ekelhaft. Und der stinkt halt auch irgendwie. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den sauber bekomme oder ob ich da vielleicht einfach einen neuen kaufe. Ich muss halt mal gucken. Was ich richtig fancy hier fand in der Küche, ist, dass man hier trotzdem, trotz dass es halt ein Wohnmobil ist, so einen Apothekerschrank hat. Das finde ich halt schon ziemlich cool. Weil da kann man halt alle Sachen reinstellen, ohne dass es halt umfällt. Ne? Das ist voll praktisch. Ja, dann haben wir eigentlich ein Badezimmer, was es aber leider nicht mehr gibt, weil der Vorbesitzer daraus eine Abstellkammer gemacht hat. Es ist jetzt ein bisschen dunkel, aber ich denke, das sieht man trotzdem. Es ist halt nichts mehr drin, keine Wand, also keine Wandverkleidung mehr. Eigentlich nur noch das Holz, was halt hinter der Tapete oder hinter diesen Platten war. Und ja, sonst ist da auch nichts mehr drin. Das wurde halt als Abstellkammer genutzt, da wurden Campingstühle und so reingestellt und da wurde Wäsche drin aufgehangen. Das möchte ich halt so nicht haben. Ich hätte halt gerne schon wieder ein Badezimmer und das werde ich auch auf jeden Fall noch nachrüsten. Hier sieht man eigentlich auch super, dass der hier drin einen Wasserschaden hatte, der aber jetzt trocken ist. Okay, man sieht es überhaupt nicht. Da könnt ihr vielleicht sehen, dass da so braune Spuren sind, so dunkelbraune. Aber das Leck ist da halt behoben worden und die Styroporplatten dahinter sind halt auch noch in Ordnung. Na, also werde ich mal gucken, wie ich damit verfahre. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, es wird wahrscheinlich keine Komplettsanierung. Ja. Und dann habt ihr hier eine Sitzecke. Unter dieser Bank hier befindet sich der Frischwassertank. Da. Genau. Den hat der Vorbesitzer gerade erst neu nachgerüstet. Also ist halt echt super praktisch, weil dann braucht man da sich jetzt im Moment nicht drum kümmern, dass man da direkt einen neuen bekommt. Ihr habt hier so 1000 Fächer. Das bietet halt echt extrem viel Stauraum. Ich zeige euch das nochmal. Also man kann hier echt schon viel mitnehmen. Hier unten habt ihr auch nochmal zusätzlich Stauraum. Dann habt ihr hier unten auch noch eine Gasheizung. Ich kann jetzt gar nicht sehen, welche das ist. Tomatic SL3002. Die funktioniert halt auch noch. Und der Vorbesitzer sagte halt, wenn man die anwirft im Winter, dann sei es halt nach 5 Minuten total heiß hier drin und das nur auf kleinster Stufe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Kann ich mir noch nicht so vorstellen, aber kann ja möglich sein. Dann habt ihr halt hier noch einen großen Schrank für Klamotten und was man halt sonst noch so mitnehmen möchte. Hier ist halt auch die Technik drin versteckt. Dazu kann ich euch jetzt noch nicht so viel erzählen, weil wir uns damit eigentlich noch überhaupt nicht beschäftigt haben. Das würde ich aber in einem gesonderten Video machen, irgendwann mal. Hier habt ihr auch irgendwie dieses, ja, Board Control. Ich habe echt keine Ahnung, was man damit machen kann. Aber auch das werde ich rausfinden. Ja, und das ist das, warum ich eigentlich unbedingt so ein Wohnmobil haben wollte. Ich wollte unbedingt einen Alkoven haben, weil ihr seht, wie schön das ist.
Ich finde das voll super. Jetzt sagen wieder alle, voll umständlich, da hochzukommen. Nee, finde ich jetzt nicht. Also für mich ist es halt total praktisch und schön. Und jetzt stellt euch vor, ihr liegt hier oben drin, ja? Und dann steht ihr irgendwo am Meer und könnt quasi aus dem Bett, aus dem Fenster, aus dem Meer gucken. Das ist doch cool, oder? Ihr habt hier auch so diverse hässliche Lampen. Hier diese coolen Gelsenkirchener Barocklampen. Wobei ich sagen muss, da oben sind halt noch überall so LED-Lampen verbaut. Da gibt es auch extra so ein Control-Ding für. Also hier habt ihr noch eine davon. Hier ist noch eine davon. Und da habt ihr hier direkt am Eingang so eine Fernbedienung, womit ihr das Ganze halt steuern könnt. Ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt, aber das haben halt irgendwie voll viele in ihren Wohnmobilen nachgerüstet. Ich bin mal gespannt, wie das halt so ist. Ja. Was halt schade ist, hier unten unter dem Tisch, da hinten diese Leiste ist abgebrochen, wo man halt eigentlich noch ein Bett rausbauen könnte. Das muss ich halt auch irgendwie mal fixen und dann mal gucken, ob man das halt wieder benutzen kann, um daraus noch ein zweites Bett zu machen. Ich dachte, ich zeige euch das halt einfach mal. Und diese richtigen shady Sitzpolster, die werde ich auch definitiv tauschen. Weil es ist halt auch irgendwie, fühlt man sich so ein bisschen bei Oma, ne? Alt-Rosa und Gelsenkirchener Barock. Ist auf jeden Fall eine coole Mischung. Was mir halt auch überhaupt nicht gefällt, ist dieser echt ekelhafte Boden, der hier drin ist. Das ist halt so, weiß ich nicht, das sieht halt aus wie diese ATU-Billig-Tuning-Fußmatten. Also diese richtig hässlichen Dinger. Und ich finde halt nicht, dass das irgendwie schön ist. Und das Wasser, also wenn hier mal was auskippt, dann steht es halt auch hier drauf. So, das ist, die Kanten sind auch überhaupt nicht abgedichtet. Ne, das sind alles so Sachen, die stören mich. Das möchte ich halt gerne ändern. Ich würde da gerne so ein, ja, dieses Klick-Vinyl oder wie das Zeug heißt, reinlegen. Das ist halt so Laminatoptik, aber halt kein Holz, ne? Das hätte ich schon gerne. Und auch sonst, denke ich, werde ich dieses ekelhafte Rosa entfernen. Vielleicht irgendwie Folie drauf machen oder abschleifen und irgendwie, ja, lasieren oder lackieren. Das weiß ich noch nicht. Jo. Das Einzige, was halt echt uncool ist, der Wassertank, also der Abwassertank, wurde halt entfernt irgendwann mal. Das heißt, ihr müsst halt hier so einen richtigen schäbigen Kanister, diesen blauen Kanister, hinter das Wohnmobil stellen, also unten drunter. Und wenn ihr dann halt irgendwie was spülen wollt, dann läuft eben das Abwasser in diesen tollen blauen Kanister. Das ist halt für mich keine Dauerlösung. Da werde ich halt auch mal schauen. Jo. Eine Sache, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen will, ist dieser coole shady Vorhang, der hier so dran gehangen hat. Das sieht halt so richtig, richtig deutsch aus, ne? Richtig ekelhaft. Weil das Design ist auch eher so, weiß nicht, eher so semi. Und ich habe mir schon überlegt, ich werde das auf jeden Fall tauschen. Weil ich möchte da auch so ein Ding vorhaben, aber lieber so eine Wahrsagerin-Kette. Die kennt ihr bestimmt irgendwie von der Kirmes oder so. Wenn die da stehen mit ihrem komischen Wahrsagerhäuschen, dann klimpert das immer so. Das finde ich irgendwie ein bisschen lustig. Das hätte ich halt auch gerne. Mal gucken, ob dem Alex das so gefällt. Ich glaube nämlich eher nicht. So, das war's zum Innenausbau. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal raus. Und dann gucken wir uns nochmal das ganze Teil ein bisschen von außen an. Also nur so kurz als Kurzinformation, das ist quasi der erste Aufbau von Detlefs gewesen, dieser Pirat. Ja, der ist halt schon sehr alt, wie man sieht, ne? Ist auch nicht mehr so ganz hübsch. Aber das tut der Sache ja keinen Abbruch, weil es funktioniert halt trotzdem noch. Einzige, was halt immer so ein bisschen blöd ist, ist dann, wenn das hier alles so, wenn man halt dumm ist irgendwie und mit offener Klappe oder was rückwärts fährt. Ich habe keine Ahnung. Manche Leute sind halt ein bisschen... So. Jetzt gucken wir uns mal das hier an. Das müsste, so viel ich weiß, die Gas-Außenklappe sein. Jo. Dann liege ich auch richtig mit. Irgendwie komisch, dass das gar keinen Boden hat, ne? Bei den ganzen neuen Wohnmobilen, da ist das ja irgendwie so richtig fancy verkleidet. Und hier ist das so einfach offen. Gut, aber ist ja egal, das tut ja der Funktionalität keinen Abbruch. Hier wäre jetzt theoretisch der Frischwassertank. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob man da quasi hier trotzdem tanken kann, ob der nach drinnen geht. Das muss ich nochmal schauen. Da bin ich mir halt im Moment nicht so sicher. Aber auch wenn nicht, dann tankt man halt nach innen. Ja,
Hier oben haben wir noch eine Klappe. Da kann ich auch im Moment überhaupt nicht sagen, wofür die ist. Und das Coole ist halt auch, es passt gefühlt einfach kein Schlüssel. Ne? Also egal, welchen von diesen 140.000 Schlüsseln man da reinsteckt, es passt einfach keiner. Ne? Ich weiß es nicht. Das ist einfach komisch. Ja, ich weiß auch überhaupt nicht, wie das funktioniert. Auch hier diese komische Plastikkappe, die da... Da ist so eine Plastikkappe drin. Ich weiß halt nicht, was das bringt und ich weiß halt auch gar nicht, wie das geht und auch sonst. Das ist halt auch mein erstes Wohnmobil. Ich kenne halt auch noch diese etwas moderneren, habe mir aber halt immer gewünscht, so ein altes Schätzchen halt zu haben. Ich finde die einfach super süß und voll kultig irgendwie. Ich mag die total gerne. Hier hinten weiß ich auf jeden Fall, das hier ist diese Klappe für den Kühlschrank. Also da ist Kühlschrankabwärme. So viel kann ich dazu schon mal sagen. Cool. Steht WC und Dusche. Hat aber nichts von beiden. Geil. Und diese hässlichen, fänzigen Aufkleber hier hinten. Ist halt auch super, super cool. Irgendein Campingplatz, Cuxhaven. Geil. Ist wieder so richtige alte Leute-Stuff. Hier steht es auch nochmal. Detlefs Pirat. Ja. Es gibt übrigens noch so ein richtig cooles Schild, was hier drin ist. So richtig wieder seine Position klar zu machen. Alt, aber bezahlt. Und VIP-Dock. Dazu muss man halt sagen, die haben halt so eine richtig kleine Töle gehabt. Also ich weiß nicht, VIP-Dock. Das sei jetzt auch dahingestellt, ne? Ja. Achso, eine fenzige Markise hat er auch noch. Allerdings hat die wohl irgendwie ein paar Löcher und weiß ich auch nicht. Das habe ich mir aber auch noch nicht angeguckt. Ich hatte noch keine Möglichkeit, das mal irgendwie auszufahren. Da muss ich mich nochmal drum kümmern. Aber die könnte man ja auch gegebenenfalls auswechseln, wenn man sie dann auch benutzen will. Weil das weiß ich halt noch nicht. Ja, hier haben wir noch den normalen Stromanschluss. Abwassertank hat er nicht, das habe ich ja schon gesagt, weil der mal irgendwann abgemacht wurde, warum auch immer. Und der wurde halt, wenn er gefixt wurde, weil die Dichtung halt irgendwann aufgegeben haben, halt so richtig schäbig, ne? Also richtig schlecht. Keine Ahnung. Das ist einfach nur drüber geschmiert. Ja, da muss man mal gucken, was man damit macht. Schauen wir mal. Gut. Ich würde sagen, das war es erstmal fürs Erste. So, das war der zweite Vlog zum Wohnmobil. Ich habe euch den Innenausbau gezeigt. Wie es im nächsten Video weitergeht, weiß ich noch nicht genau, aber ich denke, wir werden uns mit der Elektrik und so beschäftigen. Natürlich halte ich euch weiterhin auf dem Laufenden, was wir umbauen, was wir machen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder sonstiges, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Einschalten.